Willkommen zurück zu Welt 5 von Mario Party. Wir benutzen gerade die Abkürzung, damit, ja, Welt 5 beendet ist und wir Welt 6 starten können. Und das wird ein lustiges Spiel, das mag ich. So, welche Farbe bitte, Toddy? Hellblau. Schön. Jetzt am Anfang natürlich noch leicht, später wird es schwieriger. Und es sieht immer wieder witzig aus, wie die Computers verlieren. Schwarz. Rassistisch, gell? Ein schwarzer Pilz, aber überall weiße Punkte. Aber okay. Ja. Komm, mach doch mal ein bisschen schneller. So, Luigi, weg. Danke. Jetzt Mario und Yoshi bitte auch noch weg. Oh, fast versaut. Und Mario, ja, er ist draußen. Hauptsache beide habe ich weggestoßen auch noch. Jetzt noch Yoshi. Okay, du bist hartnäckig. Ah, er hält noch dran. Aber jetzt hat es versaut. Und damit kommen wir einen Schritt weiter zu unserem Ziel. So, noch ein Level, cool. Dann haben wir Welt 5 beendet. Und dann können wir endlich zu Welt 6. So, ah ja, okay. Ja, das ist auch fies. Wenn sie einen 20 Mal treffen, natürlich, fliegt man irgendwann. Und wenn man, ja, Glück hat, dann treffen die einen nicht. Beim ersten Mal war ich ja auch zu blöd zu laufen. Da bin ich gleich einmal selbst verschuldet runtergefallen. Aber diesmal sieht es gut aus. So, die schießen auch mal nicht. Cool, dass sie auch mal Pause machen können. Ja, bitte lasst mich in Ruhe. Ich habe schon vor zu gewinnen. Kann man eigentlich wegen Zeit hier verlieren? Weil ich meine, ich laufe ja... Also wenn man dauernd stehen bleibt, ja, aber wer macht das schon? Und so oft können die doch einen nicht treffen, dass man es wegen der Zeit nicht schafft. Aber die Zeit ist ja wahrscheinlich einfach nur da, damit es ja irgendwann beendet ist. Nicht, dass da einer rumsteht und nichts macht. Kann ja vorkommen. So, und ist, ja, da ist unser Weg. Gehen wir weiter. In die Höhle rein. Zu Welt 6. Und coole Musik übrigens. So, 6-1. So, was gibt's hier mal wieder? 10 Münzen, cool. So, Mario da hinten, okay, dann verkrieche ich mich auch mal da hinten. Alles abgrasen, was da hinten ist. Ja, ich sollte die 10 schon haben. Finish! Und? Ja, locker! Wie viele? 15, okay. Bin zufrieden. So. Buhu, wie man wieder was. Ich finde es auch witzig, wie mein kleiner Bruder sie immer ausspricht. Ich denke, er hat mal sich verlesen oder so. Und nennt sie seitdem immer... Wie? Hier nicht. Bubu! Genau! Start. Ah, ich habe hier vergessen, ich muss drehen. Okay, dreh. Weil dieses Spiel ist gar nicht so einfach. Nein, nicht anhalten! Hör doch auf, anzuhalten! Okay, okay, das Licht muss weiter. Und jetzt kannst du verschwinden, Bubu. Danke! Dieses Training ist immer so anstrengend. Da ruiniert man sich ja die Maniküre. Ich denke, deswegen zocken. Beziehungsweise früher haben Mädchen nicht so gern gezockt. Weil sie sich die Fingernägel dabei immer kaputt gemacht haben. Ah ja. Okay, das schaffe ich schon.
So, ein schönes Bildchen. Was ist es denn diesmal? Ein Mond? Sieht so aus. Ja, mit einem Stern drin, cool. Und locker geschafft. War sogar Rekordzeit, wenn ich mich nicht irre. Oder geht es schneller? Weil das war ja perfect run hier. 99 Münzen, auch cool. So, der heiße Bob Bomb. Ja. So, schmeiß es weg, bitte. So, hier ist mal wieder ein bisschen Glück, ob wir getroffen werden oder nicht. Weil wenn sie natürlich zu dem Zeitpunkt zu uns werfen, wurde Bob Omb explodiert. Dann haben wir die A-Karte. Jetzt aber nicht zu mir. Ach, die machen Witze. Danke. Ihr habt's gesehen, jeder hat zu mir geworfen. Ich sag ja, Mario Party ist ein Betrüger. Wie, nur 5 Münzen? Ich wollte 10. Aber okay. Bombsgeball. Ah, das macht immer wieder Spaß. Und DK kommt hier auch wieder vor. So, wer hat Ball, du oder ich? Ich, cool. Das ist aber so ein Spiel, das ich nicht so gut kann. Da versau ich ab und zu auch mal. So, die Computers rennen mal weg, okay. Und, wirfst du? Danke. Ganz leicht gewonnen. Finish! Vielen Dank für die Münzen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich liebe Tom und Jerry. Fällt mir gerade so ein. War ja die Titelmusik von denen, war auch immer witzig. Hab's immer gern geguckt. Schade, so alte Cartoons aussterben langsam. Also was Simples wie Tom und Jerry, wo einfach nur eine Maus Katze jagt. Andersrum, Katze Maus jagt. Oder hier Donald war auch immer witzig. Einfach der immer von allen verarscht wird. Und da habe ich versaut. Kaum ein böses Wort in den Mund, schon gibt's die Strafe. Oh no! Ja. Nochmal und dann haben wir auch Welt 6 beendet. Und der Part ist immer noch kurz. Alter. Dann fehlt nur noch 7 und 8, soweit ich weiß. Gibt es 8? Ich denke schon, es gibt 8 Welten. Denke ich, hoffe ich. Und dann, ja, schalten wir noch 3 besondere Minispiele frei. Die machen wir dann natürlich auch noch. Und wie gesagt, das versprochene letzte Brett kommt auch noch. Das sozusagen together. Und ich stelle die Computer auf schwer. Und ich schalte alle Items frei, die, also kaufe ich im Itemshop, die verfügbar sind, die im Brett auftauchen können. Items finde ich sowieso in Spielen richtig cool. Also jedes Spiel, was Items hat, egal in welcher Form, finde ich geil. Also natürlich kommt ein bisschen aufs Spiel an, natürlich. Wenn ich das Spiel an sich nicht mag, dann natürlich bringt ja auch die Items nichts. Aber Items machen Spiele besser, finde ich jetzt. Ich erinnere mich noch an Mario Party DS, da waren immer ganz witzige Items. Und die konnte man ja auch immer einsetzen, wenn man sie im Inventar hatte und so. Hier sind ja die Items zufällig erscheinen, wenn überhaupt. Und so, ah, diesmal stehe ich hinten. Ist mir eigentlich immer egal, wo ich stehe. Ihr seht ja, ich gucke ja eh nicht aufs Spiel, deswegen versau ich es auch immer. So, ist mal etwas ruhiger, weil wir wollen es ja schaffen. 40 Sprünge sind schon etwas extrem. Aber hey, wir sind in Welt 6. Da darf es auch ein bisschen schwerer sein. Nur ein bisschen leid, dass sie zu faul waren, hier 40 verschiedene Rhythmen zu programmieren. Da haben sie einfach zweimal dasselbe gemacht. Also hier die ersten 20, die kennt man ja ganz normal. Die tauchen auch bei den Brettern Minispielen auf. Und dann fängt es einfach von vorne an. Finde ich schon ein bisschen schade. Also hier konnten sie schon etwas aktiver sein.
ideenreicher. Nicht so faul, liebe Entwickler. Allein schon, wenn die Flammen statt rot blau wären nach den 20 Dingern. Einfach im Design ein bisschen anders. Das wäre auch schon nett. Aber noch besser wäre natürlich hier die Geschwindigkeit etwas anders zu stellen. So, und geschafft. Da siehst du, ein bisschen Konzentration und schon schaffst du alles. So, was steht denn noch vor uns? Gucken wir mal kurz vor. Ja, bitte raus. Speichern. Naja. Blabliblub. Ja, machen wir noch 1, 2, 3 Level von Welt 7. Und dann wahrscheinlich im nächsten Part, wenn ich nach den einen Minispielkartgotten schlecht versaue, gibt's das Finale von der Minispielinsel. So, das habe ich, soweit ich weiß, nie hinbekommen. Mal sehen, ob ich diesmal hinbekomme. Ist egal, was ich bekomme, gell? Ich habe es nicht gelesen, aber ich denke, egal. Oh mein Gott, dann probieren wir es mal. So, Pilz, okay. Okay, achso. Wo ist der Pilz? Nach der Blume, okay. Yes, geschafft! Ich hab's zwar etwas zu früh gemacht, aber okay, da hat's gezählt. Was bekommt man eigentlich für die Mario-Mütze? Da war so eine super coole Mütze irgendwie. Was hätten die gebracht? Wahrscheinlich extra viele Münzen, ist klar, aber wie viele meine ich jetzt? Muss ich auch mal nachgucken. Und irgendwas wollte ich auch nachgucken. Habe ich in irgendeinem vorherigen Part mal erwähnt. Hab mittlerweile vergessen. So, ist egal, was ich hole? Ist egal, was ich hole, gell? Ja, dann... Obwohl, ich denke, einen Charakter muss ich nehmen. Ah, okay. Dann nehme ich einen Charakter. Okay, Luigi, komm mal her, weil du so nah bist. Ich hasse es. Liegt daran, dass ich die Steuerung vergessen habe zu lesen. Die habe ich hier noch nie gerafft. Soll ich das A dauernd pushen oder soll ich A loslassen, sobald... Ja, ich loslassen möchte. Wahrscheinlich das Zweite. So, lies erstmal, was du machen musst. Ja, okay, man muss eine Person schon mal holen. Ja, stimmt doch alles, oder nicht? Stimmt doch alles. Nehmen wir diesmal Peach, ist so nah. Weil die Kiste oder der Münzsack hätte sich ja nicht so gewehrt. Finish! Ich bin zu blöd dafür. Nee. Oh, no. Ich bin eindeutig zu blöd dafür. So, probier's nochmal. Soll ich? Hä? Okay. Wenn wir das singen. Ja, schön. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Tut mir leid. Ich bin zu blöd für das Spiel. So, Luigi, du kommst diesmal mit. Danke. Finish. Hab ich doch richtig gemacht. Ich habe wahrscheinlich nur zu langsam auf den A-Knopf gebasht. Okay. Ja, die 15 Minuten sind voll. Was ist das für ein Minispiel? Na, jetzt lassen wir für den nächsten Part. Also, bis dahin. Ciao.